Boah, ich erzähle einfach gerade so davon, dass sie sich nicht durchsetzen kann und du sagst nur so, boah, geil, ich stell mir so vor, dein Schwanz hängt schon unterm Tisch und du bist schon so, du bist schon so richtig dabei, ey. Der Schwanz hängt schon unterm Tisch. Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Craft Attack mit den Petre, der nichts sagt. Hallo. Hallo. Das war jetzt etwas laut. Meine Ohren haben etwas wehgetan. Und heute mit einer. Nee. Was? Wenn euch die Ohren gerade wehgetan haben, schreibt in den Kommentaren ein Herz. Verstehe ich nicht. Ja, weil ich so laut geschrien habe. Also. Wenn euch was auffällt, etwas Kleines auffällt, Videos sind, ist jetzt, das, dieses Video ist jetzt. Dieses Video ist jetzt mit in 60 FPS. Also ein bisschen flüssiger als. Stimmt, ich habe auch mal 60 FPS aufgenommen. Ist mir gleich aufgefallen. Obwohl DxStory gerade bei den Höchstzeiten auf 50 FPS ist, aber flüssig sieht es trotzdem aus. Warte, ich guck mal noch was nach. Minecraft auch bei 40 FPS. Ja, was? Ich habe auf Twitter gepostet, ich habe das nur bei Tobi gesehen, dass ich wirklich ein Video mit 48 FPS aufgenommen habe. Ja, das diese Livestream-Ankündigung mit dem. Mit dem Dings. Nicht, ach, die Leistenankündigung, nicht Bad Wars? Also nein, die GoPro halt. Die nimmt nicht in 48 FPS auf. Voll komisch. Deswegen, irgendwie, ne? Also, das ist so. Ich meine, du hast ja auch mal ein Video in 360p gemacht. Keine Ahnung, wie du das hingekriegt hast. Hä? Das ist jetzt was anderes. Das ist ja, aber das sind so komische Patrit-Sachen irgendwie. So, wie kriegt man sowas hin, denke ich mir. Das ist einfach so. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist immer so. Dieses. Das kommt immer so, wenn Petra nicht mehr weiß, was er sagen soll, so. Ich weiß, was ich sagen soll. Hier, ich habe jetzt hier was gesagt. Hier, ich weiß nicht, was ich weiß, was ich sagen soll. Ja. So ein scheiß Rest. Dieses, das ist so ein richtiger, so ein Patrick-Move, ey. So ein richtiger Patrick-Star-Move, ey. Okay. So, SpongeBob. Ohne Witz, ey, wenn Patrick und ich chillen, ich bin so der SpongeBob und er ist so der Patrick, nur in nicht so doof. Hab ich so das Gefühl. Ich bin immer allzeit bereit und hüpf durch die Gegend. Hey, wie bin ich denn? Und Patrick, du schläfst einfach immer. Hey, gar nicht. Doch, du schläfst voll viel. Du schläfst richtig viel. Okay, ich bin ein Schlafsack. Du bist Schlafsack. Als Gott den Schlaf erfunden hat, hat er so einen Blitz auf dich runtergeschickt, ey. Ja, aber die Sache ist die. Wenn wir aufbleiben, pennst du vor mir ein. Außer letztes Mal, wo ich. Ja, genau, ich penne vor dir ein oder so. Und dann bist du noch. Dann kannst du noch 2 Stunden wach bleiben. Theoretisch. Und dann pennst du aber trotzdem 8 Stunden länger als ich. Ja, das ist was anderes, aber ich kann mehr durchhalten. Das ist gar nichts anderes. Ja, du kannst länger durchhalten, aber trotzdem pennst du immer 800.000 Jahre. Ja, das ist was anderes. Wenn irgendwann mal eine Eiszeit kommt oder so, du wirst dich einfach verschlafen. Du bist einfach der Gott des Schlafens, glaube ich. Ja, du bist echt der Gott. Der Faulheit so. Okay, das hat mich jetzt zutiefst verletzt. Hat's gar nicht. Buh, ich hoffe, du wirst jetzt von so deinen Viewern mit irgendwie mit so Bananenschalen und mit Tomaten so abbrechen. Geh ich so aus meinem Haus raus, so ist auf einmal das ganze Haus so voll mit Bananenschalen, sehe aber keine Leute so. Ich denke mir so, hä? Auf einmal fliegen so aus dem Nichts so Bananenschalen so. LOL? LOL, Roffelkopter, lol. Warum ist denn der Nether so Deluxe gemacht worden, Alter? What the fuck? Ja, frag das Mangro. Yo, bist du gar nicht gewöhnt, ne? Mangro, Alter. Yo, Mangro, ich bin Patrick. Was ist noch? Alter, hier geht's doch zur. Ja? Erzähl mal von deinem Tag. Also, ich bin heute aufgestanden. Ach du Scheiße, jetzt hab ich keinen Bock, ey. Bin heute aufgestanden, bin in die Schule, bin zurück, das war's. Hast du in der Schule irgendwie nichts gefickt oder so? Wie gefickt? Krass. Was meinst du? Also letztens hatten wir so Schule und dann habe ich mir gedacht, yo, so eine MILF, so eine Klassenlehrerin, nicht Klassenlehrerin, aber so eine Lehrerin von mir, also die war halt schon mega geil, dann habe ich gesagt, wie heißt die? Hätte sein können, dass du das sagst. Da habe ich so extra gemacht, komm, ich baue ein bisschen Scheiße und kann danach sitzen. Hat die mich zum Nachsitzen verdammt und dann hat die meinen Kack-Kock gesackt hier und dann ging es so ab. So ein richtiges Porno-Klischee, Alter. Ey, das ist so richtig schlecht, das ist so, als hättest du mir gerade erzählt, dass du eine Freundin auf eine Casting-Couch mitgenommen hättest oder so. So klischee-mäßig war das gerade. Okay. Ja, ich habe, vorhin hat mich Manuel so angeschrieben.
Er hat mir nicht angeschrieben, er hat mir so eine Sprachnachricht geschickt, ne? Der von Broken Thumbs. Boah, der hat mir richtig Angst gemacht, ey. Manuel, wenn du das siehst, du bist ein. Warum? Was hat denn das? Ein Huansen. Der hat mir so eine Sprachnachricht geschickt und meinte so richtig wütend war der da und meinte so, Mann, Felix, wir hatten uns doch heute verabredet, ne? Ja. Und ich erstmal so, fuck, ne? Weil du weißt ja, ich bin so voll vercheckt immer, ne? Ja, ja, der hat dich verarscht, und, ne? Ja, der hat mich dann natürlich verarscht und so, ich hatte das erstmal voll geglaubt. Ich dachte so, oh fuck, was hab ich getan und so. Ja. Und dann meinte er nur, ja, wir haben uns doch heute verabredet, dass du mir die Eier kraust, so, krauen wir doch jetzt die Eier und so. Mein Gott, ey. Der hat mich richtig erschreckt, der kleine Hund, ey. So. Ich benenne übrigens gerade meine Sachen hier um, meine Klamotten. Nee, meine, es gibt auch richtig viele Boys, die so in der 10. Klasse, so, wenn die so eine richtig geile Lehrerin haben, so richtig Bock haben, seine Salami reinzutun, ne? Ihre Salami, so die kommen dann so in die Schule, haben so ein Alufolie eingepacktes Salamibrot. Und dann wollen die ihre Salami einfach so. Ja, okay. Dann sagen die so, sei, haben sie, mögen reden. Sie vielleicht. Hey, das ist mein Video. Ich wollte übrigens sowieso gerade was erzählen. Ja, ich kann gleich wieder erzählen. Ich habe ja, wie manche das bestimmt schon gesehen haben, ich habe jetzt eine volle Diamantrüstung. Bin ein bisschen mit Nodus auf den Server gegangen und habe mir ein paar Diamanten ge-X-rayed. Und natürlich nicht. Cheer. Und hab mir dann halt ein paar Diamanten geholt, hab das alles verzaubert. Was ist denn X-Ray? X-Ray ist, da kannst du durch Menschen durchgucken. Hier, guck mal, da habe ich meine Nike Freeze. Die haben Protection 4, Unbreaking 3, Feather Falling 4 und Death Strider. Death Strider ist, da kann man dann so im Wasser so richtig schnell sich bewegen, wie ihr hier seht. Finde ich nämlich super, super cool. So. Dann habe ich die halt alle verzaubert. Hier meine Jogginghose, Unbreaking 3, Protection 4, also nichts Besonderes. Mein Hoodie, Fire Protection 3, Thorns 2, Unbreaking 3. Und meine Adidas Cap, Protection 4, Aqua, Ability Unbreaking. Ich habe die Sachen einfach benannt nach so voll den Klischee-Sachen, die so ein absoluter Gangster tragen würde. So. Also ich meine, was heißt Gangster? Aber zum Beispiel, ich habe mir einfach so einen Nike Freeze habe ich mir angezogen, eine Jogginghose, ein Hoodie und eine Adidas Cap so. Und da gibt's dann eine lustige Geschichte zu. Genau so, die Geschichte ist nicht lang. Ich war ja mal mit Manuel auf dem SSIU-Konzert und die sahen einfach alle so aus. Genau so, die hatten einfach. Ja, du hast einfach auf den Boden geguckt, überall waren so Nike Freeze und so, überall waren so weiße Adidas-Caps und Bauchtaschen und so. Jogginghose oder was? Ja, genau so. Scheiße, ich schwöre, Alter, auf meine Mutter. Ach, du, das ist so richtig die asozialen. Das war wirklich so. Kannst Manuel fragen. Da waren wirklich nur. Oh, du warst mit deiner. Wie heißt du musst, Hose? Du musst dir vorstellen, ja, mit meiner Chino-Hose. Du musst dir vorstellen, genau. Manuel und ich standen da drin. In der Crowd und waren so richtig voll abgehen. Manuel, Alter. Und da waren einfach überall Typen mit so weißen Adidas-Caps, Bauchtaschen, Hoodies und Jogginghosen und wir stehen dann da so wie so zwei Bubis stehen wir da und gehen so ab. Wobei so, Manuel ist ja auch wie so ein Ausländer, ne? Das geht dann aber du, Alter, so du stichst da raus wie so eine Kerze in der Nacht, Alter, ohne Witze. Ja, Manuel. Ich weiß nicht, ob der jetzt aussieht wie ein gegliedert. Auf jeden Fall, war es das, was du sagen wolltest? Auf jeden Fall sahen wir halt einfach, waren wir halt einfach so die größten Bubis so. Das war halt ganz lustig, aber irgendwie auch ein bisschen unangenehm. Also wir standen nur da vom Eingang und wir waren auf jeden Fall, was ich sagen kann, wir waren so die am feinsten gekleideten Herren da am Abend. Vor allem YouTube-Money natürlich, Alter. Nee, nicht mal deswegen so. Du hättest auch mit einem zerfetzten Hemd da rumlaufen können, du wärst trotzdem irgendwie feiner gekleidet so, weil einfach alle sahen aus wie so Aslaks. Alle. Zu dem Lack. Doppel Z-Lack. Auf jeden Fall. nice Story auf jeden Fall. Aber ich wollte mal so eine Frage stellen. Und zwar hattest du ja bestimmt auch. Du hattest bestimmt so eine geile Lehrerin, die du mal ein bisschen ballern wolltest, oder? Einmal, glaube ich nur. Die war aber keine Lehrerin, sondern die war Referendarin. Gut, da klar, ne? Jetzt frage ich mich klar. Wieder mich so vervollständigen. Ich sag eine Referendarin und du so, Rendarin. Petrin redet so über geile Lehrerinnen und ihn durchschießen alle Gedanken im Kopf und er kommt direkt auf so ganz viele heiße Referendarinnen. So. Ja, klar, boah, ich hatte so eine, ne? Puh, Alter. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die ist irgendwann relativ schnell von unserer Schule gegangen. Ich weiß nicht, warum. Ja, die wurde bestimmt so fünfmal hintereinander gegangen. Also wir haben die so ein... Also die war... Die hatte auf jeden Fall nicht so starke Nerven. Die hatte so voll die...
kleine, ruhige Stimme und die konnte ich überhaupt nicht durchsetzen. Und wir waren halt so, boah, so geil, für die waren wir so voll die. wir waren so voll die Assi-Klasse, so halt für die einfach, weil die sich einfach nicht durchsetzen konnte und die hat einfach nichts gemacht und die. Voll geil, wenn du da sowas ballerst, Alter, die kann sich nicht durchsetzen. Hey Junge, was ist los? Ich stell mir so vor, ich erzähl einfach gerade so davon, dass sie sich nicht durchsetzen kann und du sagst nur so, boah geil, ich stell mir so vor, dein Schwanz hängt schon unterm Tisch und du bist schon so. Du bist schon so richtig dabei, ey. Der Schwanz hängt schon unterm Tisch. Oh Junge, ey. Was ich hinaus wollte, haben ja alle Jungs einmal, dass sie so eine Referentin sind, die einfach übel hot ist, ne? Aber haben das eigentlich Mädchen bei so knackigen jungen Lehrern eigentlich? Schreib es mal in die Kommentare, würde ich mir bestimmt auf jeden Fall mega drehen. Also kann ich mir gut vorstellen. Ja, das interessiert mich gerade mega. Aber ich hab noch nie einen Lehrer gesehen, so einen Lehrer, der überhaupt in das Beuteschema eines jugendlichen Mädchens fallen könnte, weil alle Lehrer, die ich bis jetzt hatte, waren halt einfach, über 30 so gefühlt. Das Problem ist, die ganz Jungen, die so Mädchen hier, die uns zuschauen, so 13, 14, die haben eher ein anderes Bild, was die haben wollen. Also bis 20 oder so wahrscheinlich, ne? Was wir so sagen, so MILF, so 35 oder so, sagen die halt, ne? 20. Aber so welche Zuschauerinnen, die vielleicht so in der 9., 10. Klasse sind, die auch so vielleicht auch auf so reife Männer stehen. Ja, das sind dann so, aber das sind dann wirklich dann nur so Schulpädagogik, Sozialarbeiter so, die gerade 20 sind, ihre Ausbildung abgeschlossen haben und Teilzeit an der Schule arbeiten oder so, sowas. Ja, egal, schreib es mir unterhalten. Das sind dann so richtige, knackige, gebaute Männer. Ich wir hatten so eine Lehrerin, da wollte ich mit so einem Kollegen, habe ich ja schon mal erzählt, den kennst du auch, aber den kennst du nicht nur vom Namen, mit K fängt das an, du weißt, wen ich meine. jetzt kommt's. Mit ihm wollte ich mal unbedingt mit unserer Deutschlehrerin Dreier haben, ne? Was? Das passt, halt, das ist so richtig typisch einfach, ey. Ohne Witz. Halt, er ist halt halb Türke, halb Deutscher. Ist halt übertrieben so der Schönling und so, hat einen heftigen Körper. Und ich bin jetzt auch nicht so der mega hässliche. Wie gay das einfach klingt. Und so, der ist mal der Schönling, der hat einen heftigen Körper. Ja, das ist true story, Alter. Muss man nicht gay sein, um das zu sehen, Alter. Hey, warum sagst du nicht einfach, der hat einen trainierten Körper oder so? Sagt er so, was hab der ich hat voll gesagt, den heftigen Körper. Ja, heftig, ist auch so trainiert, so heftig. Sowas sagen wir, wenn wir dann mal so über irgendwelche Mädchen oder so reden, dann sagen wir so, boah, der hat voll den heftigen Körper. Und dann sagst du einfach, ey, Petrit, du hast voll den heftigen Körper. Okay. Ja, ich hab einen heftigen Körper. Auf jeden Fall, die Sache ist die. Wir dachten, das ganze Halbjahr, ne, dachten wir, die wäre so 27, ne, weil die sah so übel jung aus, ne, und hey, die war einfach 40. Denn auf 27? Weil die übel jung aus, ja, 27, 25 in dem Alter, ne, aber so voll so das Gerücht, so dachten wir alle, so, auf einmal so, hatte die Geburtstag und dann hat so jemand so gefragt, so, meinte so, ich weiß, man darf das nicht fragen, aber hat er trotzdem gemacht, dann hat die gesagt, ja, ich bin 40 Jahre alt geworden, ne? Das ist auch so richtig Allmann, so, ja, ich weiß, das darf man eigentlich nicht fragen, ja, aber wie alt sind sie denn? Und dann sagt sie so, oh, du Perversling, was fragst du mich nach meinem Alter, oh nein! Und dann sagt der Kollege, der mit Kahn fängt und ich, wir gucken uns nur so an und so, yo, geil! Und wir das so. Ah, je älter, desto geiler, ne? Ja, klar, und das war so lustig, ne? Die haben mal so Scheiße gebaut und die hat so uns so durch ihre Haare und durch ihren Pony beobachtet. So richtig erotisch hat die uns angeguckt. Die haben oh mein Gott! Die haben uns voll die Filme geschaut. Ich meine das ernst, ne? Wir hatten so Hoffnung gemacht, ne? Wir hatten die übelste Hoffnung. Wie die so Hoffnungen bei so einer Lehrerin haben, ey. Ey, das würde ich meinen Kindern noch erzählen, Alter. Boah, ach du Kacke, ey. Lehrerin hatte. So, kriegst du Tockerts von deinem Sohn, so, schäm dich. Ja, auf jeden Fall. Naja, Petrit, die Zeit ist langsam vorbei. Ja, wollte ich das erzählen, Freunde, schreibt in die Kommentare, dass ich ein Hurensinn bin. Was nämlich auch die Wahrheit ist. Und schreibt auf jeden Fall mal eklige Strafen für Couchcraft auch mal in die Kommentare. Haben wir nämlich ganz vergessen zu erwähnen. Ich dachte, Petra hat in seinem Video nämlich gesagt, ihr sollt mir nämlich richtig, richtig ekelhafte schreiben und ihm nämlich so nicht, aber Fairness halber könnt ihr uns beiden ja mal richtig ekelhafte Sachen, die aber immer noch legitim sind, also nicht sowas wie Scheiße fressen oder sonst was in der Art. Schreibt uns da auf jeden Fall mal was. Sowas wie Zimt fressen ist übrigens langweilig. Wir wollen irgendwas Cooles, was noch nicht gemacht wurde. Ja, Zimt fressen würde ich mir sogar noch schmecken, so 5 Esslöffel. Ja, so Petra wird 5 Esslöffel sich gönnen, so wie bei der Lemon Face Challenge. So, darf ich noch eine? Freunde, bei mir müsst du richtig ekelhaft sein, weil ich fresse eigentlich alles. Ja, also für die Leute, die Lemon Face Challenge von Petra gesehen haben, also ich habe mich bei der Zitrone gekrümmt, er hat genau dieselben gegessen wie ich und er sagt so, boah, voll lecker. Also,
Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeigucken. Aber das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall danke für eure positive Bewertung. Und ich würde mal sagen, ihr seid die Besten. Tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.